Hallo zusammen, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur Präsentation über den Status von Joomla 4. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alan Moritz. Ich habe eine Softwareentwicklungsfirma, die sich auf Joomla Extensions spezialisiert hat. Man findet mich auf Twitter. Komme ursprünglich aus dem Java-Bereich, mache jetzt aber seit Jahren PHP und immer mehr auch JavaScript. Ich bin in verschiedenen Teams involviert in Joomla, unter anderem in der Joomla 4 Working Group und habe jetzt heute das Vergnügen, euch den aktuellen Status von Joomla 4 näher zu bringen. Entschuldigung, kann jemand vielleicht... danke. Zur Agenda von heute. Ich werde ein paar Projektinformationen erzählen, dann kurz auf die Geschichte vom aktuellen Joomla 4 Projekt eingehen, dann das Ziel von Joomla 4 erläutern, kurz die Hauptfeatures vorstellen, dann noch ein paar kleinere Sachen, die ich finde, bringen Mehrwert in Joomla 4, auf das Thema Frontend Frameworks und JavaScript Libraries eingehen. Dann kurz, wirklich nur kurz, was man so als PHP-Entwickler wissen muss und dann wie Upgrades vor sich gehen und dann eine Fragerunde. Wenn Fragen während der Präsentation sind, könnt ihr die natürlich auch stellen. In Joomla hat jeder Release hat einen sogenannten Release-Leader, also vor allem die Minor- und Major-Releases, das sind 3.7, 3.8, 4.0. Für 3.9 zum Beispiel war es Michael Babker aus Amerika. Für 4 ist es George Wilson aus England. Und der Job eines Release-Leaders ist eigentlich vom Entscheiden, was in den Code, in den Release gemerged wird, bis zur Koordination mit Marketing und das Veröffentlichen auf der Download-Page. Aktuell ist der neueste Release von Joomla 4 ist die Alpha 5. Die wurde vor, glaube ich, einer Woche oder so veröffentlicht. Joomla wird auf GitHub entwickelt. Das ist so ein Code-Repository, wo man seinen Code online stellen kann. Ist eigentlich heutzutage fast jedes Open-Source-Projekt braucht diesen Service und das Joomla-Projekt eben auch. Die 4.0 wird in einem eigenen Branch entwickelt und jedes Issue für 4.0 wird auch dort eröffnet, jeder Pull-Request, das ist ein Codevorschlag, der wird dann auch dort veröffentlicht und mit 4.0 geprefixt, dass man die einfach finden kann. Eine große Neuerung in Joomla 4 ist, dass man Joomla nicht mehr von GitHub herunterladen kann und bei sich installieren und gebrauchen kann. Man muss gewisse Entwicklerkommandos ausführen. Es gab vorhin einen Vortrag, wo das Ganze erklärt wurde. Will man diese Entwicklertools nicht installieren, dann kann man auf die Nightly Builds zurückgreifen, die sind im Entwicklerportal verfügbar und da sind wirklich eigentlich die aktuellsten Codeänderungen, unter anderem von Joomla 4 dann drin. Die werden jede Nacht neu erstellt. Zur Geschichte von Joomla 4. Das ist mittlerweile, glaube ich, so der dritte Ansatz. Ich werde jetzt nur schnell auf die Geschichte vom jetzigen aktuellen Joomla 4 Projekt eingehen, dass ich auch denke, wirklich schlussendlich Joomla 4 werden wird. Das Ganze startete mehr oder weniger in Prag, an der JM Beyond, da saßen Leute aus der Community zusammen und haben mal so über Joomla 4 geredet. Es gab dann einen sogenannten Sprint in Odense und da wurde die Architektur, das Feature-Set von Joomla 4 dann definiert. Schnell wurde klar, dass man eigentlich Joomla 4 auf zwei Wegen entwickeln kann. Der eine ist, dass man inkrementell Joomla 3 weiterentwickelt und dann eine Joomla 4 daraus macht. Oder dass man wirklich auf der grünen Wiese anfängt, das Projekt neu startet und dann so Joomla 4 entwickeln. Drupal macht das zum Beispiel so, die haben wirklich Drupal 8 fast neu, von Grund auf neu geschrieben. Es gab dann innerhalb der Joomla 4 Working Group gab es dann Leute, die den einen oder anderen Ansatz verfolgten und in der JAB 16 vor 2 Jahren wurde dann der Entscheid getroffen, dass Joomla 4
eine Weiterentwicklung von Joomla 3 ist und es wurde ein neues Projekt definiert, das nennt sich Joomla X. Das definiert eigentlich dann, wohin das Joomla gehen soll. Da werden wirklich die neuesten Methoden, die neuesten Design-Patterns gebraucht, aber Joomla 4 soll eine inkrementelle Weiterentwicklung von Joomla 3 sein. Ich möchte hier noch eine Grafik darstellen, ich weiß nicht, wie gut man sie sieht. Die ist auch auf GitHub verfügbar und da sehen wir so ein bisschen die Milestones in der Joomla, die Hauptmilestones in der Joomla-Geschichte und die Aktivitäten drumherum. Und man sieht, dass eigentlich Joomla 4 recht aktiv entwickelt wird. Ich denke, Joomla 4 wird einer der größten Releases in der Geschichte von Joomla. Ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das dann kommen wird. Was ist das Ziel von Joomla 4? Ein Major Release, Joomla benutzt Semantic Versioning, das bedeutet, dass man in einem Major Release wie 4, 5 oder 6, da kann man alte Zöpfe abschneiden und neue Sachen reinbringen, die wegen Rückwärtskompatibilität in einer Miner-Serie nicht gehen. Das bedeutet zum Beispiel in Joomla 3, da dürfen wir nicht auf Bootstrap 3 oder Bootstrap 4 upgraden, weil das die Rückwärtskompatibilität nicht mehr garantiert. In der Miner-Serie, zum Beispiel eben wie 3, da muss eigentlich gewährleistet sein, dass eine Extension, die für Joomla 2.3.3 entwickelt wurde, auch noch auf 3.9 laufen muss. Mit einer neuen Major-Version muss dieses nicht mehr garantiert werden. Das Ziel einer Major-Version ist eigentlich nicht aufzuholen bis zum jetzigen Technologiestand. Was man machen muss, man muss ein bisschen Wahrsager spielen als Entwickler so einer Version. Man muss in die Zukunft schauen, man muss auf Technologien setzen und man denkt, dass die in 2 Jahren immer noch aktuell sind und nicht schon wieder veraltet. Zum Beispiel, als wir mit Joomla 4 starteten, war da noch Bootstrap 3 aktuell. Mittlerweile ist es ja jetzt bei 4 und es wird schon wieder darüber gesprochen, dass nächstes Jahr auf 5 veröffentlicht wird. In diese Zukunft zu schauen, das zu machen, was wir gemacht haben, sind mal Minimalversionen erhöht. Also Joomla 4 setzt PHP 7 voraus. Ich denke, bis zur Veröffentlichung wird es wahrscheinlich so PHP 7.2, 7.3 sein. Aber das ohne Gewähr. Zum Beispiel Mindestanforderung ist Internet Explorer 11. Also wir setzen da wirklich auf aktuelle Software, die dann nicht schon nach 1-2 Jahren veraltet sind. Wir nehmen alten Code raus, also wirklich alten Code. Ich spreche da von Sachen, die als veraltet markiert wurden in Joomla 1.7 zum Beispiel. Und wir führen neue State-of-the-Art-Methoden, Entwicklungsmethoden ein, die das Leben erleichtern und die Plattform auch wieder attraktiv machen sollen. Das Admin-Interface, das ist etwas, das man auch attraktiver für den End-User machen muss. An der Accessibility wird sehr stark gearbeitet, das ist heutzutage ein sehr wichtiges Thema. Und eines der größten Herausforderungen, die wir in der Joomla 4-Entwicklung haben, ist das Entfernen von sogenannten Vendor-Lock-ins. Jeder weiß, Joomla 3 läuft eigentlich noch auf Bootstrap 2. Wir sind wahrscheinlich das einzige Softwareprojekt, die haben wahrscheinlich die Dokumentation nur noch wegen uns online. Und das ist eigentlich wirklich ein Problem, das wir haben. Zum Beispiel gerade wirklich Bootstrap ist so weit im Core drin verzahnt, es ist eigentlich heutzutage nicht möglich, zu 100% auf UIKit, sein Template auf UIKit oder auf Bootstrap 3 oder 4 zu machen. Es geht, ich denke, für die meisten Anwendungsfälle geht das auch, dass man seine eigene Version mitführt mit den Overrides, aber zu 100% ist es nicht möglich. Und da wollen wir wirklich in Joomla 4 jetzt mal so weit eingrenzen, dass wir das Ganze isolieren. Ich denke, es wird die ganze Version 4 noch brauchen, um das dann wirklich so abstrakt zu machen, dass man ein Template ausliefern kann mit den richtigen Overrides und dass die dann für das Frontend-Framework richtig funktionieren, wie man es erwartet.
Webservice ist heutzutage schon fast eine Mindestanforderung an ein CMS und da wollen wir uns bereit machen, dass wir wirklich in der Viererserie dann auch Webservices irgendwann mal einführen können. Natürlich wird an der Performance gearbeitet und Security, wie so immer, und der Upgrade-Path, da werde ich später noch darauf zurückkommen, der soll auch so einfach wie möglich sein. Ja? Die Frage war, was sind Webservices? Webservices sind ein API, wo man von anderen Applikationen darauf zugreifen kann, zum Beispiel von Handy-Apps oder von anderen Diensten. Oft wird das gebraucht, dass wenn zwei Dienste miteinander kommunizieren, dass das über sogenannte Webservices dann funktioniert. Das ist eigentlich nicht etwas, das der Enduser wirklich sieht, sondern das ist mehr so eine Technologie, die dann eingesetzt wird. Oder auch so, Entschuldigung, JavaScript-Frameworks, die greifen oft, nehmen oder, soll ich sagen, fetchen ihre Daten über Webservice-Schnittstellen vom Backend. Wenn man Joomla 4 herunterlädt, entpackt und es mal installieren will, dann sieht man als erstes einen neuen Installer. Der ist wirklich minimal gehalten und kommt in einem entsprechenden Look daher. Drupal hat letztendlich das auch verbessert, weil das war auch ein Kritikpunkt an einige CMS, dass eigentlich die Installation viel zu komplex ist. Oft sind die Leute nicht so technisch versiert, dass sie da mit all den Einstellungen draus kommen. Und man wollte das eigentlich wirklich jetzt in Joomla 4 vereinfachen, dass das sehr schnell und einfach vonstatten geht. Hat man Joomla installiert, gibt es ein neues Template, sieht man ein neues Template, das nennt sich Cassiopeia, ist noch Bootstrap 4 basiert, aber wirklich an sehr wenigen Positionen. Es wurde zum Beispiel das Grid durch CSS Grid ersetzt, die Accessibility wurde verbessert. Modulpositionen haben einen logischen Namen. Ich weiß nicht, wer noch das Protostar-Template kennt. Da sind ja Positionen mit Position 1, 2, 3 und 4 markiert und jetzt in 4 wird das Sidebar Right, Top, Banner, was auch immer. Es gibt auch ein neues Backend-Template. Da denke ich, da wird es noch die größten Änderungen geben bis zum finalen Release. Da wurde auch die Accessibility verbessert und sonst auch noch modernisiert. Aber wie gesagt, da wird es sicher noch recht Änderungen geben. Wir haben einen neuen Media Manager, der hauptsächlich letztes Jahr implementiert wurde und da haben wir wirklich auf der grünen Wiese angefangen mit dem Projekt. David Neukirchen hat er letztes Jahr an der Champion vorgestellt, hat da sehr einen guten Vortrag darüber gemacht. Wer mehr vom Media Manager wissen will, soll sich doch den auf YouTube mal ansehen. Ein Feature, das vor kurzem in den Core gemerged wurde, sind Workflows. Benjamin, ich glaube, das ist jetzt die erste Konferenz, wo Benjamin keinen Workflow-Vortrag macht. Der hat damit viel Einsatz und Zeit investiert, um den in den Core reinzubringen. Grundsätzlich geht es darum, dass man seine States, die bis jetzt hardcodiert sind in 3, dass man die eigentlich dynamisch definieren kann und so seinen eigenen Workflow definieren kann. Wer mehr darüber wissen will, schaue sich eine Präsentation von Benjamin an oder schnappe ihn sich und er gibt da immer gerne Auskunft drüber. So kleinere Features, die weniger Beachtung fanden, die ich denke, die bringen auch dem Core einen großen Mehrwert, ist das Smart Search. Das wurde general überholt. Es wurde an der Performance gearbeitet. Tabellen wurden entfernt. Von mir aus gesehen macht es sogar die Standardsuche jetzt mittlerweile deprecated, weil wir haben ja den Luxus in Joomla, dass wir zwei verschiedene Suchsysteme haben. Und eigentlich würde es mehr Sinn machen, dass man einfach eines hat, das gut funktioniert. Und Smart Search ist jetzt auch wirklich so, wurde so weit verbessert, dass man das als Standardsuche benutzen kann. Template Overrides werden immer mehr gebraucht im Joomla-Umfeld. Mit der Einführung von Custom Fields kann man mittlerweile sehr viele Sachen machen.
in den Overrides und auch in Joomla 4. Und später wird es immer mehr dazu kommen, dass wir von den komplexen Optionen, die wir im Core drin haben, dass wir die wieder rausnehmen und wenn man eine Anpassung machen will, dass man da einen Override dazu dann schreibt. Für das braucht man ein gutes Override-Management und in Joomla 4 wurde jetzt in diesem Sommer in einem Google Summer of Code-Projekt den ersten Schritt dazu gemacht. Wenn man seinen Override bearbeitet, sieht man nebenbei die Originaldatei und noch ein Diff dazu. So kann man dann schnell Fehler entdecken oder wenn man irgendwie nach einem Upgrade irgendwie den Override anpassen muss, ist dies jetzt nun in einem einfachen Modus sehr schnell machbar. Ich habe vorhin kurz erwähnt, Overrides sind eigentlich eine Kopie der Originaldatei, die dann gebraucht wird, um eine View anzuzeigen. Oft ist es so, für den Core ist das nicht so ein großes Problem, aber für Extension-Entwickler, die Releases, neue Feature viel öfter veröffentlichen, ist es dann so, dass die oft Auswirkungen auf die View haben. Und wenn man jetzt einen Override hat, ein View angepasst hat, dann wird der Override benutzt, der das Feature dann nicht hat. Zum Beispiel ein Anwendungsfall ist, ich habe ein Ticketing-System, zeige jetzt neu, als Extension-Entwickler zeige ich neu den Avatar an und dann mache ich ein Upgrade der Extension und der Avatar wird jetzt nicht mehr angezeigt. Dann sehe ich, okay, ich habe einen Override dazu und muss so den Override anpassen mit dem Code, der in der Originaldatei ist. Dies ist oft fehleranfällig. Wir hatten das Problem kurz bevor, dass wir Joomla 3.7 mit Custom Fields veröffentlicht hatten, wo es Templates gab, die einen alten Override drin hatten, dass die Fields im Frontend nicht angezeigt werden. Im selben Google Summer of Code-Projekt wurde jetzt dem Abhilfe geschaffen, indem man eigentlich beim Upgrade von Joomla oder einer Extension überprüft, ob sich eine Originaldatei geändert hat, von der man einen Override hat. Und das wird dann im Template Manager, ist dann da ersichtlich, wo alle Overrides angezeigt werden, die man entweder aktualisieren oder komplett dann neu bilden soll. Es gibt eine neue Debug-Bar, die ist mehr für Entwickler interessant. Die ist jetzt neu kleiner, kommt ansehnlicher daher, läuft auch besser auf Handys und zeigt die History der Requests an. Security wird auch immer mehr ein wichtigeres Thema. Eigentlich sollte es ja schon immer ein wichtiges Thema sein. Jetzt in 4 wurde die Security dadurch verbessert, dass man die sogenannte Content Security Policy eingeführt hat. Man hat ein Plugin dazu, wo man Regeln definieren kann, die der Browser dann berücksichtigen muss. Und wenn es Verletzungen dieser Regeln gibt, dann werden die im Backend rapportiert. Tobias Zulauf macht noch später einen Vortrag darüber, wer mehr über das ganze Thema wissen will. Oder man schnappe sich David Jardin, der ist der Teamleader des Security-Teams. Ein Feature, das noch nicht gemerged wurde, sind Mail-Templates. Oft ist es so, dass wenn man eine Extension hat, die Mails versendet und man will die Mails anpassen, muss man Language Override dazuschreiben. Die sind mühsam, das ist ein kleines Input-Field und da muss man dann den ganzen Bodytext drin bearbeiten. Man weiß nicht, was für Variablen zur Verfügung stehen, und das ganze Prozedere ist mühsam. Also ich erlebe das eigentlich wirklich fast im Wochenrhythmus mit DP-Kalender, dass da Leute Probleme haben, dann die Overrides zumacht. Und in 4 ist jetzt ein Pull-Request eröffnet worden, der das Bearbeiten dieser Mail-Templates sehr stark vereinfacht. Es gibt ein User-Interface dazu, man kann da den Betreff, den Body bearbeiten, die Liste der verfügbaren Variablen werden angezeigt, und dann kann der End-User in einem angenehmen Weg seine Mail-Templates dann bearbeiten. Es ist noch nicht gemerged, es müssen da noch ein paar Verbesserungen gemacht werden, vor allem auch für die Third-Party-Integration. Aber ich denke, das ist ein Feature, das dann sehr interessant für die Entwickler werden wird. Heutzutage
ist eigentlich wirklich so, dass fast im Wochenrhythmus neue JavaScript- oder Frontend-Libraries entwickelt werden, wo man sagt, das muss man einsetzen, das ist jetzt mega cool und so. Und für uns eigentlich ist es sehr schwierig, eine neue Major-Version zu machen, wo man sagen kann, okay, diese Frameworks wollen wir benutzen, diese eher nicht. Und es ist da wirklich, das ist ein stetiger Wandel, der da vor sich geht. Unser Ansatz dabei ist, dass wir mal sagen, wir entfernen alle Dependencies, die man nicht braucht, und wir benutzen die Plattform so weit als möglich. Als Plattform wird der Browser definiert, und da können wir jetzt wirklich mittlerweile haben, die eine sehr gute Kompatibilität untereinander. Man kann jetzt wirklich eigentlich direkt auf die JavaScript-API des Browsers zugreifen und kann dann eigentlich sicher gehen, dass das auch auf Chrome, Firefox, Safari und zu einem gewissen Grad auch auf Internet Explorer funktioniert. Diese Browser haben verschiedene JavaScript-Versionen. Da setzen wir auf eine der aktuellsten. Neuer JavaScript-Code wird eigentlich nur noch in der neuesten Ausgabe geschrieben. Wir müssen sie noch wegen Internet Explorer 11 Rückwärtskompatibilität, müssen wir die dann in ES5 zurückkompilieren. Als PHP-Entwickler, da haben wir es ein bisschen einfacher, da geht das Ganze noch gemütlicher vor sich. Da haben wir eher das Problem, dass wir wirklich eine veraltete Codebasis haben, die wir jetzt wirklich auch aktualisieren wollen, damit sie interessanter und attraktiver wird für neue Entwickler. Wir machen das, indem wir alte Sachen rausnahmen und neue Methoden einführten. Wir haben wirklich Wege wieder vereinfacht. Es gibt zum Beispiel, jetzt gibt es in Joomla 3, gibt es drei verschiedene Wege, um eine Komponente zu schreiben. In Joomla 4 wird es eine geben. Wir haben andere Sachen klar gemacht, dass man wirklich als Entwickler sich dann schnell zurechtfindet. Die Dokumentation dazu wurde noch nicht geschrieben, weil wir jetzt immer noch in der Alpha-Phase sind. Wenn wir dann mal in die Beta-Phase kommen, dann ist es eigentlich nicht mehr erlaubt, rückwärtskompatible Breaks einzuführen, und dann werden wir anfangen, die Dokumentation dazu zu schreiben. Es ist wirklich so, ein Ziel ist eigentlich von Joomla 4, dass eine Joomla 3 Extension, die mehr oder weniger aktuell gehalten wird, auch auf Joomla 4 funktioniert. Also ich habe zum Beispiel mal einen Test gemacht mit Weblinks, das hat mich, glaube ich, einen halben Tag gekostet. Für die IP-Kalender habe ich, glaube ich, eineinhalb Tage gebraucht, weil wir da an ein paar Orten wirklich tief in den Core reingreifen. Hikashop hat letztens auf Twitter gepostet, die haben, glaube ich, auch irgendeinen Tag gebraucht oder so, ein paar Änderungen gebraucht, und dann funktionierte ihre Shop-Software auf Joomla 4. Also von dem her haben wir eigentlich, was das anbelangt, einen sehr guten Stand, und ich habe da sehr viel Zeit investiert, dass man eigentlich als Extension-Entwickler eine Codebasis hat, die auf beiden Systemen dann funktioniert. Upgrades, wie gesagt, die größte Hürde sind da wahrscheinlich die Templates. Da werden Änderungen kommen, weil wir jetzt neu auf Bootstrap 4 setzen. Ich denke jedoch, ein Template, das Overrides hat, zum Beispiel jetzt für Joomla 3, das mit Bootstrap 3 funktioniert, kann es sehr gut sein, dass mit wenigen Anpassungen das Template dann auch auf Joomla 4 funktioniert. Der Upgrade wird ein One-Click-Upgrade sein, so wie man es sich gewohnt ist, von 3.8 jetzt auf 3.9. Es gibt eine Restriktion. Man muss vorhin dann auf 3.10 upgraden. Da werden dann System-Checks gemacht, ob man überhaupt die Seite auf 4 aktualisieren kann, zum Beispiel dann, ob PHP 7 auf dem Webserver läuft und solche Sachen. Dass man eigentlich nicht ein Upgrade macht und irgendwelche bösen Überraschungen erhält. Was auch immer wichtig ist, ist, dass man die Extensions mehr oder weniger aktuell hält, dass da wirklich keine Überraschungen geben wird. Immer das auf dem Backup
Backup machen, zuerst auf dem Testsystem ausprobieren, dass man da sicher auf der sicheren Seite ist. So, noch eine Fragerunde. Sind alle erschlagen? Ja, ich weiß nicht, müssen wir das Mikrofon rumgeben? Oder? Wie? Oder also machen wir so. Die Frage war, ob das Frontend-Template noch angepasst wird oder ob das so bleibt. Das Ziel eigentlich in Joomla, das Frontend-Template, das soll eigentlich nicht eine Konkurrenz sein zu Templates Club oder so, das soll mehr eine Starthilfe sein, wenn man sein eigenes Template machen will. Und von dem her ist eigentlich da wirklich, wird das minimalistisch gehalten oder wenn man schnell einen Joomla aufsetzen will und wirklich eigentlich nicht groß auf fancy Sachen wird. Also ich denke, gerade im Frontend-Template, da wird es keine großen Änderungen mehr geben. Aber es ist natürlich wie immer so, wenn sich jemand Zeit nimmt und da einen Pull-Request eröffnet, ist es nicht so, dass der dann gleich wieder geschlossen wird. Also wir sind da immer offen für Feedback, für Änderungsvorschläge. Wie groß müssen die Anpassungen am Protostar gemacht werden, wer das noch eingesetzt hat? Wenn das Protostar auf Joomla 4 laufen soll? Ja, das Protostar hat eigentlich fast keine Overrides und von dem her denke ich, da muss schon, also man kann die Views in das Protostar von Joomla 3 reinkopieren und dann denke ich, funktioniert das mehr oder weniger out of the box dann in Joomla 4. Moment. Wenn man eigene Templates gebaut hat, welche Anforderungen werden an das Template dann gestellt, um auf Joomla 4 updaten zu können? Also vom Code her ist eigentlich nur, dass Bootstrap 4 unterstützt. Es kommt halt immer darauf an, wie viele Overrides das du im Template drin hast. Aber eigentlich so von der Architektur her bleibt eigentlich alles gleich, so mit den Optionen und so, da wurden keine großen Änderungen gemacht. Ja? Das größte Problem wäre dann nur, wenn ich im Protostar ein Frontend editieren verwenden wollte, dass es dann zu Problemen kommt, ansonsten nicht. Ja, da ist halt wieder das Problem mit den Formen. Das ist schon auch in Joomla 3 ein Problem, weil man da, wenn man ein Template hat mit Bootstrap 3, dass da die Forms zum Teil nicht mehr richtig funktionieren und so. Ja, Forms im Frontend sind ein Problem. Ja. Weitere Fragen? Ja? Wie sieht aktuell der Zeitplan aus für Joomla 4? Ja, so. Wir veröffentlichen immer wieder mal eine Alpha. Ihr wollt sicher das Release-Date hören, oder? Ja, das ist halt im Joomla-Umfeld noch ein bisschen schwierig, weil alles Volunteer-Arbeit ist. Also, wie sagt man das deutsche Wort? Freiwilligenarbeit, genau, danke. Ja, und da kommt es halt auch darauf an, wie Leute Zeit investieren und so, aber jetzt haben wir mit der Alpha, jetzt fangen wir an, das Ganze zu stabilisieren und ich denke, dass es dann im ersten Halbjahr nächstes Jahr rauskommen wird, die stabile Version. Wird Joomla 3.9 noch weiterhin mit Updates versorgt, Sicherheit-Updates, wenn ich Seiten habe, die ich nicht auf 4.0 umstellen kann? So wie damals bei 2.5, da gab es ja noch ungefähr 2 Jahre Updates und 3 lief trotzdem schon. Ja, das wird auch mit 4 so sein. Wir haben da so eine Policy, dass wir, korrigiere mich, 2 Jahre, dass wir 2 Jahre dann die Version, die 3er-Version noch weiter pflegen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die dann noch verlängert wird,
weil doch jetzt mittlerweile sehr viele Seiten auf 3 sind. Gut. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für das Interesse und wünsche noch eine schöne weitere Konferenz.